Hallo Hallöle und herzlich willkommen zu einem neuen Video, ein neues Tutorial heute. Heute geht es um den Mod Trouble in Terrorstown. Ich dachte mal, ich mache mal ein Tutorial zu, da ja viele nicht wissen, wie der Mod ist, wie der funktioniert und noch kein so ein Video existiert. Auf Deutsch könnte ich es ja doch mal erklären. Und da fangen wir mal mit den Basics an. Das ist ein Mod für Garry's Mod. Also, ja, ein Mod für Garry's Mod. Zurzeit der beliebteste, glaube ich, nach Sandbox. Und zum Anfang, ihr braucht auf jeden Fall Counter-Strike Source dafür, weil Grafiken aus Counter-Strike Source im Spiel benötigt werden. Sonst wird euch halt alles pink und ein paar Waffen fehlen und sowas alles. Kauft euch einfach Counter-Strike Source dazu oder wisst ihr nicht, wie ihr es machen wollt. Ladet euch die Grafiken aus dem Internet runter, was ich jetzt auch noch nicht euch erklären kann, weil ich nicht probiert habe, weil ich einfach Counter-Strike gekauft habe. Und fangen wir doch mal mit den Basics an. Es gibt drei Gruppen. Das schreibe ich mal kurz hier hin. Ich habe mir hier mal kurz ein Photoshop-Objekt zugelegt. Und da schreiben wir mal kurz Sachen drauf. So und so. Da gibt es eine Gruppe, und zwar das sind die Innocents. Das ist die erste Gruppe. Machen wir uns mal grün. So, die sind jetzt auch im Spiel grün gekennzeichnet. Ihr erkennt, wenn ihr im Spiel drin seid, sowieso immer unten, nachdem die Zeit abgelaufen ist und das letzte Spiel vorbei ist, was ihr seid. Also da steht erst Preparing hier unten ungefähr. Und dann steht da eure Gruppe. Da gibt es einmal die Innocents. So, die Innocents, ja. Und dann gibt es die Traitor, die Verräter. Also Innocents sind die Unschuldigen auf Deutsch übersetzt und die Traitor sind die Verräter. Und die dritte Gruppe, die Tactics. Oh, ich hab das richtig geschrieben, ist ja auch egal. Die sind blau gekennzeichnet. Diese Gruppen, müsst ihr euch merken, Tactics ist immer blau unten und Traitor rot. Grün ist, ja, das hab ich schon gesagt. Also fangen wir mit den Innocents an. Die Innocents sind wahrscheinlich die meisten von euch denn, wenn ihr anfangt zu spielen. Und zwar die Innocents sind die Unschuldigen, die haben keine Aufgabe. Also die machen jetzt eigentlich, die haben eigentlich keine richtige Aufgabe im Game. Hauptsache sie müssen überleben. Und da gibt es noch eine Sache, die sie natürlich beachten müssen. Dazu komme ich später nochmal. Dazu zu den Innocents, die müssen sich einfach versuchen zu überleben und den Detektiven folgen. Also die Detektiven, auf die gehorchen. Dann fangen wir mal mit den Detektiven an. Die Detektiven müssen die Traitor finden. Heißt, oder? Die müssen die finden. So. Die müssen sozusagen auf die hören hier. Und die Detectives müssen die Traitor finden. Dazu steht ihnen ein Shop zur Verfügung, den sie mit C öffnen können. Und da gibt es halt so Hilfsmittel wie eine Health Station oder ein Gerät, womit man eine, womit man einen Tathergang wiederholen kann oder schildern kann oder irgendwie sowas. Da kann man also relativ viel machen. Und also man muss halt seine Aufgabe erfüllen. Und das Hauptaugenmerk ist halt auch, dass sie halt, schreibe ich mal noch ein extra Punkte, Leichen untersuchen auf DNA und so weiter. Und da kann man nämlich bei den Leichen, kann man nämlich auch relativ viel entdecken, wodurch sie gestorben sind, wen sie als letztes gesehen haben. Das ist sozusagen ihre Aufgabe, die Leichen untersuchen. Und somit, das mache ich auch nochmal schön hier hin, um somit die Traitor zu finden. Dadurch sieht man es ja. So, die Detectives habe ich jetzt also geklärt. Die müssen, haben die Innocent sozusagen als Unterstützer. Können die natürlich trauen oder nicht. Und ja, sieht man hin. Und jetzt kommen wir zur Hauptaufgabe. Also Hauptaugenmerk des Spiels. Und zwar die Traitor. Die Traitor, also jeder möchte glaube ich Traitor im Spiel sein. Und zwar haben die Traitor folgende Aufgabe. Sie müssen alle anderen aus dem Spiel eliminieren, bis auf die anderen Traitor. Und also die müssen die Innocents killen und die Detectives. Dazu steht ihnen auch ein Shop verfügbar, der Giftpfeile zur Verfügung stellt. Flammen, irgendwie sowas. Halt C4 auch oder keine Ahnung. Ihr müsst es einfach mal gucken, wenn ihr Traitor seid im Game, C drücken und euch mal was aussuchen davon. Ihr habt aber nur begrenzt Credits, meistens immer nur 2. Und wenn andere Traitor-Kollegen tot sind oder Detectives tot sind, könnt ihr von diesen Leichen-Credits mitnehmen. Jetzt hole ich gerade ein, ist auch egal. Und dann könnt ihr sozusagen die Credits nehmen. So. Die Traitor haben viele Kollegen.
also das heißt immer, sie sind auch relativ wenig. Meistens sind sie, je nachdem wie viele Detectives und Spieler im Spiel sind, sind sie relativ wenig. Und deswegen haben sie auch die schwerste Aufgabe, alle anderen zu töten, weil die anderen, die Detectives und Innocents halt in der Überzahl sind. Und das müssen sie halt geschickt einstellen. Man, hör doch auf mich anzuschreien, was soll denn das? Egal. Und das ist halt ihre Hauptaufgabe. Und wenn sie das geschafft und alle eliminiert haben, bis auf die eigenen Trader, dann haben sie das Spiel gewonnen. Genauso auch andersrum, wie Detectives und Innocents die Trader alle Mann gekriegt haben, dann ist auch das Spiel für sie dabei und der Punkt geht an sie. Nun gibt es natürlich jetzt auch noch eine Sache, die auf keinen Fall passieren werden darf. Also das ist auf Servern verboten. Und zwar das Random Deathmatch Matching. Heißt zu Deutsch jemand sinnlos ohne Grund abknallen. Das ist generell verboten und wird auch meistens immer mit einem Kick oder einem Bann bestraft. Random Deathmatching ist zum Beispiel jemand, wenn man denkt, er ist ein Trader, einfach abknallt. Das ist kein Grund, ihn umzuknallen. Ein Grund wäre zum Beispiel, wenn man sieht, wie er einen selber abknallt oder jemand anderes erstochen hat oder eine Leiche versucht zu verbrennen, zu verstecken und so weiter. Das ist ein Grund zum Töten. Was mal, jetzt male ich euch mal für euch nochmal hier schön hin. Ja. Nicht machen. So. Die Trader sind natürlich egal, die können alles umbringen, was sie wollen. Das war's auch. Wenn ihr trotzdem aus Versehen mal jemand innocent umbringt, weil er euch vielleicht trotzdem auch gewollt hat, dann verliert ihr Karma. Und Karma entscheidet, wie viel Schaden ihr im Spiel macht. Das ist also auch sehr, sehr wichtig. Ja, das war eigentlich das Tutorial. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt's doch mal in die Kommentare. Und ja, ich versuche euch dann zu helfen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß im Spiel. Tut's euch mal an, es bockt allgemein. Und ja, ansonsten immer schön die Serverregeln. Es gibt noch andere Regeln, die aber auf jeden Server Server anders sind. Und ja, tut's euch an. Und ich bin jetzt hier raus. Euer Kobalt.